Sehr wahrscheinlich sind wir soweit. Geht los. So, wir befinden uns jetzt auf dem Weg nach Stuttgart. Und sagen wir es mal so, die Stimmung ist noch gut. Also, wir schneiden den vorherigen Teil mal weg, wo die Frage nach den Kaugummis kam. Aber das ist ganz normal, das muss auch so sein. Freust du dich? Ja, läuft. Sehr gut. Perfekt. Ja, jetzt ungefähr in 4,5 Stunden sind wir zumindest schon mal da. Und dann wird es spannend. Unterhalten. Oh ja. So mit Speck. Gorke. Gorke mit O. Senf. Ja. Boah. Dem Schnutzchen tropft schon ein bisschen der Zahn. Aber so soll das auch sein. Und er hofft schon, dass er sich nicht qualifiziert, damit er fressen kann. Das süße Schwein, guck mal. Kleine Diätfresse. Ja, man sieht übrigens auch am Gesicht, wer startet. Ich bin's nicht. Herrlich. Ja, halbe Stunde noch, dann sind wir da und dann geht es erstmal ins Hotel, erstmal kurz ein bisschen entspannen und dann macht die persönliche PA noch ein paar Einkäufe und ein paar Erledigungen und dann geht's ans Vorbereiten für den ganzen Spaß morgen. So, wir sind mittlerweile angekommen. Grandiose 17 Euro für eine Übernachtung im Parkhaus, also im Sinne von, das Parkhaus kostet 17 Euro die Nacht. Schnippchen! Ja, jetzt gehen wir erstmal einchecken und dann gibt es noch ein paar Reiswaffeln und dann müssen wir auch noch ein paar Sachen erledigen. Heute im Fit. Für Wirbel sorgt kurz darauf Teamkollege Maslau. Er teilt bei Instagram ein Video. Da große Dortmund U23. Lecker. 1:3. Zwischen Duisburg und Arminia Bielefeld wird noch gespielt. Lecker. Schmeckt wie Roulade, oder? Ja, die hier. Die fünfte Packung heute, die schmeckt dann leider. Ja. Hatte ich erwähnt. Punkt 1, der Ausgang vom Parkhaus, also die Ausfahrt, ist am Berg. Wer lässt sich das einfallen, dass man am Berg halten muss und das Parkticket einfädeln muss? Also dem Architekten, dem gehört der Arsch zugenäht. Das ist schon mal das Erste. Jetzt muss ich erst wieder reinlaufen, das Parkticket erneuern, weil da stand Nachtzahlen, obwohl wir schon vorher gezahlt haben. Jetzt habe ich ein neues Parkticket bekommen und fahre jetzt mit dem neuen Parkticket wieder an den steilen Hang, um anzufahren und um wegzufahren. Ach, tja, was schön, ne? Was hier bitte Schöneres. Ich bin begeistert. Also, nee, ich bin ja schon satt eigentlich. So, damit ihr wisst, wovon ich spreche. Nur kurzes Protokoll. Wie scheiße ist das denn eigentlich? Alter, jetzt mal ganz ehrlich. Entweder ich hau mir jetzt hier irgendwas gleich in die Karre. Das ist hier, so eine Steigung, zack. Also wer jetzt hier nicht am Berg anfahren kann, der ist einfach mal hemmungslos verloren. Also ich kann das ja, aber ey, ganz ehrlich, also Meisterleistung an den Architekten, dem gehört echt der Arsch zugenäht. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen um, glaube, 7:30. Ja, zumindest bin ich fertig angezogen. Schnutzchen ist jetzt gerade eine rauchen, dem geht es soweit gut. Ich gehe jetzt frühstücken, er nicht. So, das Schnurzelchen liegt jetzt ganz gemütlich und macht noch ein bisschen Pause. Der erste Teil schon im Auto. Wir sind überdurchschnittlich strukturiert heute. Das ist der absolute Oberhammer. Ich werde mich jetzt noch mal ein bisschen verwandeln. Und Dankeschön, ich liebe dich auch. Oh. Dann geht es eigentlich in einer... Wie spät haben wir es jetzt? Ich weiß nicht mehr. Also wahrscheinlich so halbe, dreiviertel Stunde geht es dann los. Und ja, im Moment liegen wir echt gut im Zeitplan. Drin. Gefühle? Sehr geil. So, wir sind da.
Hier ist gerade noch Ladezeit. Die Jungs sind hier noch ordentlich am Schnabulieren. Hier gibt es noch mal lecker Reiswaffeln. Und in ungefähr einer Stunde geht es dann zum Bräunen. Dann wollen wir mal gucken, wie der Papa aussieht, wenn er fertig ist. Bräunenklappe die erste. Das ist gleich, wenn er aus dem Cookie reingeht, oder? Jetzt freue ich mich auf diesen Drecks Cookie, Junge. Ich kenne auch keinen Sinn. Die Augen, ne? Das ist beim Einkaufen, ne? Oh, ich liebe im Action hier diese komischen Schwedentortchen da. Davon habe ich mir, naja. Eigentlich krass, man freut sich die ganze Zeit da drauf, aber das, man freut sich mehr auf diese Scheißfressen danach. Ja. Ja, Alter, Scheiße. Und? Freust du dich? Man hat jetzt den Daumen nicht gesehen. Siehst du gut aus? Nee, nee. Sehr schön. Na gut, jetzt ist ja der noch nach hinten dran. Und da zusammen hingehen, er rein, wenn du den Platz hast. Und? Boah, ich liebe dich, Schnossichen. So, wir sind jetzt hier relativ entspannt. Schnossichen darf jetzt das erste Mal seit Ewigkeiten wieder Kekse essen. Und ich glaube, er ist ganz glücklich. Endlich mal einen anderen Geschmack als Reiswaffeln. Wie geht's dir? Sehr gut. Ihr seid ja zahlreicher auch bei der Bodybuilding Classic, wo es noch 5000 gibt, dürfen übrigens die Klassensieger nachher des Bodybuilding, Classic Physik und Bikini teilnehmen. Die müssen auch keine Startgebühr mehr extra bezahlen, sondern die können dann direkt teilnehmen. Ja, gibt es.